Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Lego Star Wars Skywalker Saga. Und zwar schalten wir heute einmal Dr. Eva Zahn frei. Das ist nur mit einem Level, Leute. So. Auf. Ja. Du musst jemanden finden, der Ponda anders. Also, Leute. Wir kennen ja diesen Typen, beziehungsweise diese beiden Typen hier. Aus Episode. Und zwar müssen wir an zwei Orte reisen: einmal nach Kashyyyk und einmal nach Hoth. Wir kennen ja ihr Dr. Evasan von dem Typen, der auf 12 Sternen verurteilt ist. Wir reisen erstmal. Lele! Nach Kashiro, Allah. Let's go. Bis gleich. In Kashiro angekommen. Werden wir jetzt einmal hier nach diesen Typen suchen. Wenn euch das Video gefällt, lasst mal ein Like nach oben. Würde mich freuen. Und wir reden jetzt mit dem Typen hier. Ich habe auch übrigens einen Universal-Dolmetscher. Also. Auftrag annehmen! Suche einen Arm und einen Chirurgen der ja. Scherzarme Mission. Schmuggel die Droidenarme von Kashyyyk nach Tatooine. Okay. Ist an sich nicht so schwierig. Doch schmuggeln kann eine Sache sein, ne? Habe ich doch gesagt. So, Freunde. Junge, ich bin der Chef des Todessterns. Weiter geht's. Und wir haben wieder was. Ich gucke jetzt kurz, ob die Aufnahme läuft, sonst breche ich die Mission einfach ab, Leute. Aber die Aufnahme läuft, denn ich bin mir nämlich definitiv sicher, dass es läuft, Alter. So. Gucken jetzt mal, was jetzt für ein Problem wieder da ist. Warte, bis du dran bist, einarmiger Wally. Wer keinarmige Normen schickt, ganz oben auf der Warteliste. Ich glaube, das sind diese kleinen Dinger, die man frei. Ich glaube, dadurch schalten wir auch das frei. Ich hasse es. Den Frachter kann man auch freischalten. Du machst gleich Ach, ach Mensch! Du wirst es nicht aus dem Sektor rausschaffen, Kumpel. Vertrau mir. Nein, tue ich nicht. Mein Gott, ey, ich hab's daraus geschafft, also. Oh, Mann.
Was habt ihr denn mit ihnen vor? Was es auch ist, wir lassen das nicht zu. Alle Extremisten müssen formell durch das Imperium sanktioniert werden. Ach, steht das echt so im Handbuch? Ah, die sind schneller, die Jäger. Letzte Welle. Ah, Uli, hol die Fracht rein, bitte. Uli, hol die Fracht rein. Warte mal kurz, Alter. So, ich muss so kurz ein Foto von der Missionsnamen machen. Weil das kommt aber wahrscheinlich auch ein Titel. Bin mal gespannt. Ich glaube, wir kriegen dann, wenn ich auf Hoff noch gewesen wäre. Würde ich auch noch diesen Bobo bekommen, aber ich kriege jetzt erstmal Dr. Iversan. Und wir werden aber in dem Video auch noch diesen Bobo freischalten, da. Aber das kann es noch nicht gewesen sein, glaube ich. Weiter geht's. Da kann ich Greedo freischalten. Das machen wir aber im nächsten Part. Ah, jetzt gehen wir erstmal zu Dr. Iversan. Moin. Hey. Gerade kam eine große Lieferung Droidenarme aus heiterem Himmel. Wo nehme ich nur immer diese genialen? Scherzarme Mission. Du hast einen Ersatzarm? Das ist gut, aber ich brauche auch... Ah, Gratschawaka! Komm. Du hast einen Ersatzarm? Das ist gut, aber ich brauche auch jemanden... Ich tue meinen Blutzerballen mit Mischwürmer. Ja, was soll ich jetzt machen? Du hast einen Ersatzarm. Das ist gut, aber ich brauche auch jemanden, der das Ding anbringt. Ja. Nach Hoff. Ja, alright. Weil das wird vom Spiel dir nicht angezeigt. Ja, 10 Minuten, das wird sich nicht lohnen. Ich mache es an der Stelle hier. Einen Cut, weil ich jetzt kurz zum Kosmetik muss. Wir landen jetzt kurz auf Hoff. Und dann werde ich das machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ihr werdet nur mein großes Gesicht gleich noch sehen. Aber wo ist Dr. Iversan? Wo kann ich denn das freischalten? Wir gehen schon mal zum Auftraggeber hin. Ah, da.
Nun, ein Experte bin ich selbstverständlich. Leider gehen mir die komplizierteren Materialien aus. Ausgezeichnet. Die meisten Teile, die ich brauche, finden sich in Schrottmaschinen. Die anderen... Alright. Einfach an den Partylon, dann schalten wir auch den Druiden frei mit. So. So, Leute, bis gleich. So, ich sehe aus wie ein zerrupftes Huhn, weil ich gerade bei der Kosmetikerin war. Sammle auf Jakku und Tatooine komplizierte Schrottteile. Ja. Oh, nie mal Außenposten, Alter. Rainer. Mach's gut, Uli. So. Wo sammle ich jetzt die Schrottteile? Hier? Alright. Wo bist du denn? Ah, da vorne, glaube ich. Hier irgendwas auf, Alter. Wie so rumhüpft, Alter. Geil. Hier. Auf Schrottsuche? Wenn euch noch Teile fehlen, gibt es einen Typen im Außenposten, der euch vielleicht helfen kann. Ah. Ankerblatt. Ist das wirklich eine Aufgabe für den obersten Anführer? Also entweder gehe ich jetzt nach Tatooine oder nach Jakku, oder? Also, da unten verkauft doch einer was. Ein X-Wing, Allah. Ja, wer verkauft denn hier Schrottteile? Da. Da. Ich sehe, habt ihr ein Auge auf einige meiner Waren geworfen. Nun, ihr habt Glück. Diese Teile sind abgemacht. Alle Verkäufe sind endgültig. Keine Rückgabe. So. Ab. Das ist leid. So, haben wir Pork befreit. Tatooine. Jundlandwüste, Mos Espa. Ja, erstmal zur Jundlandwüste. So. Angekommen in der Scheißwüste. Neue Tipps. Nur falls ihr mal vorbeischauen möchtet. Mein Helm guckt da so raus, meine Antenne. Ja, aber.
Das ist so ein schlechter Witz, ja? Einer im Mos Espa. Ja. Like a Benza. Yes. Wie ein Banta. Ja. Gefunden. Ab nach Mos Espa. Aber nicht mit irgend so einem schäbigen Taxi. Da fliege ich selber ein. Let's go, bis gleich. So. So, jetzt müssen wir, um genau zu sein, in den, in das, wir nehmen schon 17 Minuten auf, das ist schon wichtig. Also wir müssen einmal nach, zum Auftraggeber, also jetzt zur Partylaune hier, Ala. Sharkfreak, sei bitte nicht böse, dass ich mir den Multiplikator gekauft habe. Da vorne. Admiral Akbar. Ihr habt ein scharfes Auge für... Ja. Ah, 10k, Bruder. Das ist für mich ein Haufen Witz, Alter. Ab in die Echo Boss. Bis gleich. Schatten ist in Ruhe wahrscheinlich frei. Ihr seid von der Schrottjagd zurückgekehrt, wie ich sehe. Mal sehen, was wir hier haben. Ja, das sind alle Teile, die ich brauche, um das Gelenk für Mr. Barber herzustellen. Ich werde mich sofort nach Mos Eisley begeben, um mich auf die... Ja, den 2-1-B, ja. Bei anderen ist der, glaube ich. Ja, 100.000 kostet der. So, jetzt müssen wir zu Mr. Baba zurückkehren, glaube ich. Hey, haben wir den jetzt freigeschaltet? Nein, oder? Nein. Reise zu ihm. So. Mos Eisley. See round alligator, Allah.
So, Mos Eisley, Raumhafen. Ab da kriegen wir ihn jetzt. Jetzt low. Let's go, Dr. Even. Und wir kriegen auch, glaube ich, den anderen. Warte mal. Dieses Sack-Hoden-Gesicht. Mein neuer starker Arm. Alright. Ich glaube, den kriegen wir jetzt so. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass es dir gelingt, auch nur irgendwann. Ich werde Ponda die guten Neuigkeiten sagen, damit der Arzt gleich loslegen kann. Bald wird er wieder ganz der Alte sein. Danke, Kleiner. Du gefällst mir. Was ab mit als Uma da Boba ja. Was wunderbar. Nach Hoff. Ah, mein neuer starker Arm. Alright, wir müssen 20. Alright. Habt ihr alle Angst? Du machst hier gar nichts. Ist das Otto? Ihr wohnt im Königin? Nee. Oh, Sababu. Hier ist Sababu, der Bambu, der Freundamo. Als Buba, der Sümer, der Buba. Über Sambabu, der Buba. Ah, einmal Sackgesicht. Hodengesicht. Und Dr. Iveson. So. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Zugucken. Haut rein, Leute. Ciao.